Hallo, ich heiße Karen Loschbohr von Art to Write. Wir spezialisieren uns auf die klassische Grundausbildung und der Grund hierfür ist, dass wenn man das Pferd nicht dazu bekommt, korrekt seinen Rücken zu nutzen und den Reiter zu tragen, es Schäden davon tragen wird. Es ist sehr beängstigend, wenn man die langfristigen Schäden sieht, welche Pferden durch falsches Reiten zugefügt werden. Es ist nicht natürlich, dass ein Pferd einen Reiter trägt. Wir als Pferdebesitzer, Trainer, Reiter müssen also lernen, wie man den Pferderücken aufwölbt, damit es den Reiter leichter tragen und gesünder bleiben kann. Wir sehen zu viele Probleme mit Kissing Spines, mit gebrochenen Halslinien, so nennen wir die Trennung zwischen dem zweiten und dritten Halswirbel. Wir sehen Bänderschäden, wir sehen Muskelschäden. Bei der klassischen Grundausbildung geht es darum, dass ein Pferd gesünder sein sollte, sich besser bewegt, länger lebt und glücklicher ist, weil wir an ihrem Leben beteiligt sind und nicht das Gegenteil. Wir können nicht die Pferde ruinieren, wir müssen sie erhalten. Und das ist nicht so schwer. Es steht jedem zur Verfügung, der es lernen und probieren und es bei seinem eigenen Pferd anwenden möchte. Und ich möchte jetzt Dr. Joanna Robson vorstellen, die auf integrierte Medizin spezialisiert ist. Sie erklärt die Biomechanik des Pferdes, welche begründet, wie sich falsches Reiten auf das Pferd auswirken kann. Lasst uns zunächst einen Überblick über die Anatomie verschaffen, damit die Zuschauer die Körperteile des Pferdes verstehen und wissen, wie sie zusammenspielen müssen, um als Ganzes arbeiten zu können. Das Pferdeskelett hat im Allgemeinen 7 Halswirbel, 18 Brustwirbel mit 18 Rippen, 6 Lendenwirbel, wovon 5 verschmolzen sind, und 18 bis 20 Schweifwirbel. Die Weichteile einschließlich der Sehnen, Bänder und Muskeln wirken auf das Skelett und unterstützen das Pferd gegen die Schwerkraft. Über den Rücken zu arbeiten erfordert, dass diese Gewebe zusammenarbeiten. Das Nackenband stabilisiert Kopf und Hals und die elastische Energie wird in den Bändern und Faszie der Halsmuskulatur gespeichert. Die Fortsetzung des Nackenbands ist das Rückenband, das die Spitzen der dorsalen Dornfortsätze verbindet. Das Rückenband und andere Bänder sowie die Muskeln und Sehnen beeinflussen anatomisch das Wirbelzentrum. Die Protraktion der Hinterbeine, die Gesundheit der Lumbosakral- und Sakroiliakalgelenke wirken sich auf den Schub oder den Schwung aus der Hinterhand aus. Die Aktivierung der starken Rumpfmuskeln vervollständigt den Kreislauf des aktiven Rückens. Diese Aktivierung kann am besten anhand der Übung des Beckeneinziehens gesehen werden. Equitopia ging zu UC Davis, um weiter zu untersuchen, was mit der Wirbelsäule passiert, wenn diese Rumpfmuskeln aktiviert sind. Wir wissen also, dass es zahlreiche wissenschaftliche Forschungen gibt und man häufig widersprüchliche Studien finden kann. Also machen wir das heute ganz einfach. Und wenn du uns einfach erklären könntest, wie wir das Experiment durchführen werden, um diesen Prozess zu zeigen? Wir hoffen also, diese Hypothese zu beweisen, dass wir durch die Aktivierung der Rumpfmuskulatur des Pferdes tatsächlich die Position der Wirbel zueinander und insbesondere die dorsalen Dornfortsätze beeinflussen. Was wir also mit einem Pferd tun, das in einem radiologischen Raum stillsteht, ist offensichtlich nicht das Modell, das wir jeden Tag sehen, wenn ein Pferd geritten wird. Aber es ist das Beste, was wir tun können, und es ist eine sehr kontrollierte Umgebung. Das Pferd steht geschlossen und wir machen Röntgenaufnahmen, die lateral medial zum Rücken erfolgen, mit einem Pferd in einer neutralen Kopf- und Halsposition, ohne Aktivierung der Rumpfmuskulatur. Und dann werden wir dieselben Röntgenbilder wiederholen, bei denen das Pferd dazu ermutigt wird, seine Rumpfmuskeln zu aktivieren, indem man das Pferd bittet, sein Becken zu kippen und seinen Rücken anzuheben. Bereit? Oh Mann, gutes Mädchen! Das Ergebnis haben wir hier oben. Diese obere Reihe zeigt die neutrale Position. Man kann den Abstand der dorsalen Dornfortsätze erkennen. Und hier in der unteren Reihe haben wir die Bilder mit der Aufwölbung des Rückens und man kann eine ziemlich deutliche Veränderung im Abstand zwischen den Dornfortsätzen sehen, welche am stärksten in der mittleren Brustwirbelsäule auftritt. Das ist wirklich ziemlich cool. In der neutralen Position haben wir hier 1,1 cm und dann in der aufgewölbten Position fast 2 cm, fast doppelt so viel Abstand. Und wenn man sich das hier ansieht, es ist erst komplett geschlossen und öffnet sich in der aufgewölbten Position um 1,3 cm. Also ich meine, das ist signifikant. Was ich so interessant finde, ist, dass die bedeutendste Veränderung, die wir in der Trennung der dorsalen Dornfortsätze feststellen, genau dort liegt, wo der Sattel liegen würde. Deshalb sind die Auswirkungen auf das Reiten enorm. Und wir haben jetzt den radiografischen Beweis gesehen, dass dieser Mechanismus sehr mächtig ist und dass sich die Zwischenräume zwischen diesen Knochen in einigen Fällen sogar verdoppeln.
Wie wirkt sich das auf das Reiten aus? Wie können wir als Reiter oder Trainer die korrekten Muskeln des Pferdes aktivieren? Wir alle müssen verstehen, dass das Pferd keine Ahnung hat, was wir erreichen wollen und dass es auf die Natur reagiert. Die Natur sagt ihm, wenn etwas ungewöhnlich ist oder wenn es Druck auf seinem Rücken spürt, dass es in der Sprache der Pferde Beute ist oder es unangenehm ist. Und was macht das Pferd? Es geht ins Hohlkreuz und hebt den Rücken. Normalerweise geht der Kopf zuerst hoch und das senkt den Rücken. Und dann wir so, wie wirken wir dem entgegen? Seine Reaktion, welche eine natürliche Reaktion ist, ist eine, die wir nicht wollen. Erinnere dich daran, dass Reiten unnatürlich ist. Daher müssen wir das Pferd neu trainieren, damit es anders auf den Druck eines Reiters auf seinem Rücken reagiert. Um eine kräftige Oberlinie zu entwickeln, muss das Pferd korrekt arbeiten. Es muss sich also von hinten nach vorne schieben und Kopf und Nacken müssen sich in einer neutralen Position befinden. Damit meine ich, dass Hals und Kopf in etwa auf Höhe des Widerristes sind. Oder die Pferde sollten noch etwas tiefer arbeiten. In der Minute, in der der Kopf nach oben und der Rücken ins Hohlkreuz kommt, die Wirbelsäule nach unten absinkt und die Wirbel zusammengeschoben werden, verliert das Pferd alle Flexibilität von Seite zu Seite. Ich habe viele Kunden, die sich mit der Flexibilität ihres Pferdes beschäftigen. Es liegt nicht am Hals, sondern am Rücken. Du kannst das nicht korrigieren, indem du das Pferd stark nach rechts oder links biegst. Du musst das Pferd dazu bringen, den Rücken zu heben, die Wirbel in der Wirbelsäule aufzufächern. Und dann hat es die Durchlässigkeit, sich von Seite zu Seite zu biegen. Manchmal ist es am besten, es selbst erleben zu können. Ich würde also vorschlagen, dass du dich aufrecht hinstellst, dich vorne überbeugst und jetzt den Rücken hohl machst und dabei den Kopf anhebst. Viele Pferde laufen so herum. Jetzt wirst du selbst fühlen, was passiert. Dein Rücken fühlt sich sehr steif an und du hast nicht das Gefühl, dass du dich gut von Seite zu Seite biegen könntest und einen großen Schritt zu machen ist fast unmöglich. Jetzt das Gegenteil und das ist das, wovon wir sprechen. Wir müssen das Pferd dazu bringen, seinen Rücken so anzuheben und aufzuwölben. Dadurch ist es von Seite zu Seite sehr biegsam und kann tatsächlich mit sehr großen Schritten untertreten und die Hinterbeine unter seinen Körper führen. Wenn du also das Pferd dazu bringst, wie wir es nennen, vorwärts-abwärts zu laufen, gib ihm nach unten nach und lass es sich strecken. So kann das Pferd die Muskeln dehnen, die Wirbel auffächern, von Seite zu Seite sehr biegsam werden und vor allem beginnen, immer weiter unter den Körper unterzutreten. Im weiteren Verlauf, wenn wir über Versammlung sprechen, das wird niemals passieren, wenn das Pferd nicht unter den Körper treten und Gewicht aufnehmen kann. Man sieht Pferde in höheren Klassen, die noch nicht untertreten. Ihre Beine sind entweder gerade unter der Hüfte oder gehen tatsächlich mehr hinten raus. Daher ist es für mich eines der wichtigsten Dinge, dem Pferd beizubringen, den Rücken zu aktivieren und ihn aufzuwölben. Es dauert normalerweise ungefähr 2 Jahre. Es spielt dabei keine Rolle, wie alt das Pferd ist. Ja, auch bei einem jungen Pferd oder älterem Pferd, das noch nie gelernt hat, seinen Rücken zu aktivieren. Halte den Takt. Genauso. Okay, lass ihn nun nach unten. Lass ihn sich strecken. Ja, genau. Gut, nun bring ihn langsam höher. Fass nun deinen Zügel kürzer. Gut gemacht. Was ich mit den 2 Jahren meine... So lange dauert es, bis die Rückenmuskulatur gefestigt ist. Das bedeutet, dass das Pferd die meiste Zeit des Ritts den Rücken oben halten kann. Also wir müssen wirklich darüber nachdenken, ihn dazu zu bringen, tiefer unterzutreten. Aber wir müssen bedenken, dass jede Position, in der sich das Pferd befindet, Ermüdung hervorrufen wird. Daher können wir eine Position nur für begrenzte Zeit halten. Es kommt und geht, wenn sie an Stärke gewinnen und bald können sie es immer länger und länger. Eines der Bedenken, das aufkommt, wenn wir über Pferde sprechen, die vorwärts-abwärts laufen oder sich nach vorne unten dehnen, ist, dass sie zum Beispiel das Western-Pleasure-Pferd im alten Stil vor Augen haben oder was sie unglücklicherweise als Erdnussroller bezeichnen. Die Nase ist vielleicht sehr tief am Boden und trotzdem macht das Pferd sehr kurze kleine Schritte. Wie können wir also dem Zuschauer oder jemanden, der versucht, sich weiterzubilden, erklären, was der Unterschied zwischen einem Pferd ist, das tatsächlich seinen Rumpf aktiviert und auf der ganzen Strecke durch seine Oberlinie hindurch verbunden ist, zu einem Pferd, das Kopf und Hals einfach nur fallen lässt oder sich einfach nach vorne streckt, aber nicht wirklich mit der Hinterhand verbunden ist? Das ist eine sehr gute Frage, denn wenn die Menschen damit anfangen, diese Philosophie und die systematische Herangehensweise beim gymnastizierenden Training des Pferdes zu erlernen, bekommen sie das Pferd nicht immer über die Oberlinie verbunden. Und die Zügel wegzuschmeißen oder einfach das Pferd rumschlurfen zu lassen, wird zu nichts führen. Er ist immer noch nicht ganz verbunden, obwohl er sich dehnt. Ein Pferd, das wirklich über seinen Rücken arbeitet, hat eigentlich, egal wie weit die Nase nach unten geht, immer noch Anlehnung. Das bedeutet, dass man diese Verbindung aus den Hinterbeinen hergestellt hat, welche die Kraft nach oben über den Rücken, hinunter ins Genick und ins Maul und schließlich hoch in die Hände überträgt.
Man schafft also diesen Energiekreis und ein Pferd kann mit dem Kopf nach unten gehen und trotzdem einen hohlen Rücken haben. Es ist sehr wichtig, während du das tust, sobald du das Pferd dazu gebracht hast, im Kiefer und Genick nachzugeben, dass wenn du mehr Zügel gibst, das Pferd den Kontakt halten sollte. Es sollte ihn sogar wollen, weil der richtige Kontakt wunderbar für das Pferd ist und weil es ihm die Sicherheit gibt, zu wissen, was man möchte. Es ist möglich, sehr fein und leicht mit dem Pferd zu kommunizieren. Wahre Leichtigkeit ist es, wenn das Pferd beginnt, seinen Rücken zu aktivieren und tatsächlich damit anfängt, die Gelenke seiner Hinterbeine zu beugen und etwas Last aufnimmt. Auf diese Weise können Sie die Vorderhand entlasten, manövrierfähiger werden und den Reiter anheben und tragen. Es ist aber sehr wichtig, bevor wir dieses Stadium erreichen, wo sich das Pferd hinten absenkt, dass es zuerst lernt, unterzutreten. Und ein Pferd mit Hohlkreuz kann weder weit genug untertreten, noch kann es den Kiefer und Genick richtig entspannen. Pferde können Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, zum Beispiel wenn sie vor dem Gebiss oder hinter dem Gebiss sind und eine sehr unruhige Kopfhaltung haben. Entweder vorübergehend, um etwas zu umgehen, was sie schwierig finden, oder üblicherweise, weil es eine muskoskeletale Schmerzursache gibt, sei es Lahmheit oder Rückenschmerzen. Jedes dieser Dinge kann dieses Widersetzen verursachen. Jetzt ist es an der Zeit, über einige der Schäden zu sprechen, die aus tierärztlicher Sicht auftreten, wenn Pferde den Rücken wegdrücken oder fallen lassen oder ihre Wirbelsäule durchhängt. Karen hat bereits Kissing Spines erwähnt, das auch als überlappende Dornfortsätze bezeichnet wird. Wenn diese dorsalen Dornfortsätze der Wirbel nicht aktiviert und aufgefächert werden und stattdessen alles überstreckt wird, sodass das Pferd ins Hohlkreuz geht oder seine Oberlinie fallen lässt, kommen diese Dornfortsätze tatsächlich zu nahe zusammen und können in einigen Fällen sogar aneinander reiben und eine lokale Reizung erzeugen. Diese Reizung führt dann zu einer Entzündung und eine langfristige Entzündung kann tatsächlich dazu führen, dass Mutter Natur anfängt, neuen Knochen zu bilden und zu versuchen, diesen Bereich zu verschmelzen. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, gibt es tatsächlich so einige Pferde da draußen, die wahrscheinlich an Kissing Spines leiden, obwohl ein viel geringerer Prozentsatz tatsächlich mit Lahmheit vorgestellt wird. Aber es gibt einige Anzeichen, die man unter dem Sattel sieht, wie das Aufblähen beim Satteln und die Ohren anlegen, sich unwohl fühlen beim Satteln, sicherlich Schweif schlagen und dann möglicherweise sogar buckeln und steigen unter dem Sattel und sich weigern, vorwärts zu gehen. Alles wegen der Schmerzen und Entzündungen, die aus dieser Hohlkreuz oder dieser überstreckten Position des Rückens entstanden sind. Wenn es sich nicht um ein traumatisch erzeugtes Problem handelt, ist es im Allgemeinen ein auf das Training bezogenes Problem. Und die andere Sache, die du angesprochen hast, ist das Syndrom der gebrochenen Halslinie oder die übermäßige Beugung oder Bruch im Hals. Und es bedeutet nicht, dass das Pferd tatsächlich eine Halsfraktur hat. Es bedeutet aber, dass dort, wo dieses Nackenband über den zweiten Halswirbel ansetzt, eine gewisse Schwäche zwischen C2 und C3 liegt. Und manchmal sieht man tatsächlich eine physische Wölbung auf der Rückseite des Pferdehalses. Und du hast über Feinheit und Verbindung gesprochen. Und wenn die Hinterbeine des Pferdes hinten raustreten und sie nicht in der Lage sind, korrekt unterzutreten, ist das Becken dann tatsächlich flacher gewinkelt. Warum passiert das? Es gibt Nerven- und Reflexpunkte entlang der Lendenwirbelsäule und durch die Muskeln der Oberlinie und die mittleren Gesäßmuskeln und den Longissimus. Es gibt eine Faszienschicht, die das hier oben verbindet und die Faszie ist wie ein dickes weißes Bindegewebe. Und wenn man auf diese Punkte Druck ausübt, was beispielsweise passieren könnte, wenn man einen Sattel hat, der zu lang ist und dessen Sattelkissen zu weit in den Rücken des Pferdes reichen, oder wenn das Pferd falsch oder hohl geritten wurde, entsteht hier viel Spannung in diesem Bereich. Diese Muskeln in der Faszienschicht ziehen sich zusammen und wenn sie sich zusammenziehen, wird das Becken tatsächlich flach gezogen. Man sieht einen angespannten Schweif und die Hinterbeine stehen dann hinter dem Patienten heraus. Denn es ist unmöglich, die Hinterbeine unter den Körper zu bekommen, wenn das Becken hinten raus rotiert ist. Ist das der Moment, wo man diese L-Absenkung sehen kann? Ja. Zwischen dem Kreuzbein. Also du beziehst dich auf eine lumbosakrale Absenkung, L-Absenkung. Eine echte lumbosakrale Absenkung, die man tatsächlich zwischen L5 oder L6 und S1 sieht. Und ein Hunter's Bump, abhängig mit wem man darüber spricht, haben leicht unterschiedliche Definitionen. Als Hunter's Bump bezeichnet man die hervorstehenden Dornfortsätze im Bereich der Tubera sacralia auf einer oder beiden Seiten. Das kann durch reißende Iliosakralbänder, umgehende Muskelatrophie oder Verdickung und Entzündung hervorgerufen werden. Das kann auch durch direktes Trauma verursacht werden, zum Beispiel wenn die Pferde draußen sind und in ein Loch treten und sich diese Bänder reißen. Es ist außerdem wirklich wichtig, dass wir über die Belastungen sprechen, die an den Gliedmaßen auftreten, wenn das Pferd hinten rausläuft und nicht verbunden ist, da wir auch eine Menge Sprunggelenksinjektionen und insbesondere Fesselträgerverletzungen sehen. Aber nicht nur in der Hinterhand, sondern auch an der Vorderhand.
Da die Hinterhand nicht in der Lage ist, Last aufzunehmen oder unter den Patienten zu treten, kann das Pferd seine Vorderhand tatsächlich inkorrekt und falsch belasten. Und jetzt hat man plötzlich ein Pferd, das wegen einer Bänderverletzung, einem Fesselträgerschaden oder auch einer Beugensehnenverletzung aus dem Training genommen werden muss. Pferde sollten verbessert werden, weil wir Teil ihres Lebens sind. Viele dieser Themen, über die Joanna spricht, sind völlig vermeidbar, aber es braucht das Verständnis dafür, wie man den Pferderücken aktiviert. Reite das Pferd und lass dich vom Rücken des Pferdes anleiten. Wenn der Rücken hohl ist, solltest du nichts anderes tun, als daran zu arbeiten, den Pferderücken hochzubekommen. Ich möchte darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir mit anderen Profis zusammenarbeiten, die die Entwicklung der Pferde genauso sehen. Du kannst nicht einen Trainer haben, der dir das eine sagt, der Tierarzt sagt etwas anderes, dein Hufschmied tut noch etwas anderes. Wir müssen alle zusammenarbeiten und es ist wirklich wichtig, den Kreis an Einflüssen zu finden, der zu dir und deinem Pferd passt. Andere wichtige Aspekte sind dein Sattel, dein Hufschmied, der Physiotherapeut und sogar der Physiotherapeut für dich selbst, da du als schiefer Reiter auch dein Pferd beeinflusst. Und wir haben auch Profis, die an der Position des Reiters arbeiten. Und wenn das Pferd seinen Körper korrekt einsetzt und verbunden ist, fühlt es sich völlig anders an. Dies ist eine sehr kurze Zusammenfassung dieser Trainingsmethode. Und es ist keine neue Methode. Die klassischen Meister vor Jahren vor uns wussten das bereits. Und wir haben das auf dem Weg verloren. Und unsere Augen werden darauf trainiert, Pferde invertiert und unverbunden zu sehen. Und es infiltriert langsam unsere Sicht auf das sich richtig bewegende Pferd. Also müssen wir dem entgegenwirken. Wirklich auf die Schäden hinweisen, die wir den Pferden durch dieses falsche Reiten zufügen. Meines Erachtens nach fehlt sowohl den Reitern als auch den Trainern die Fähigkeit, Lahmheiten zu erkennen und Hinweise im Verhalten zu erkennen, die auf ein zugrunde liegendes Schmerzproblem hindeuten. Und dass diese Menschen wirklich eine Ausbildung brauchen, um die Erkennung von Schmerzen und Verhaltensveränderungen in Bezug auf Schmerzen zu verbessern. Es ist meine Philosophie als Tierarzt, als Reiter und als Pferdebesitzer, dem Pferd zuzuhören. Ich denke, wir müssen alle auf das Pferd hören, weil sie versuchen, uns Dinge zu erzählen. Wir haben gelernt, dass die Aktivierung des Rumpfes ein entscheidender Teil der Mobilisierung des Rückens ist und dass dies verhindert, dass diese Dornfortsätze aneinander reiben. Siehst du, wie entspannt dieses Pferd geblieben ist? Für mich bedeutet das alles. Und wir schulden ihnen das, richtig? Aber ich fürchte, ich werde weinen. Genau darum geht es.